Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 3. Und eben hatte ich eigentlich alles zurückgesetzt und ja, irgendwie hat erfahren, dass sie schwanger ist. Haha. Warte mal, wo sind wir denn? Es ist 13.37 Uhr. Okay, das heißt, wir können hier jetzt nochmal mit ihr wegfahren und sagen, dass sie eigentlich. Ja, sie erfährt jetzt mal medizinischen Rat. Oder warte mal, haben wir das hier in der Nähe eigentlich auch? Ja, gell? Uah! So. Hier haben wir ja auch ein Krankenhaus, Hospital, medizinischen Rat erhalten. Ein Baby herstellen mit. Partner werden, Amt Virenforschung. Okay, so, das mal. Und dann haben wir ja hier irgendwo noch unser Wellness-Dingens. Oder? Genau, hier haben wir noch unser Wellness Center und da kriegen wir jetzt eine ganze Körperbehandlung. Ein Dampfbad. Wobei eigentlich ist das ja gar nicht so gut, gell? Massiert werden, Tiefenmassage. Okay, du kriegst einfach mal eine Tiefenmassage auf alle Fälle. Und dann können wir noch eine Packung bekommen. Sanft und sensitiv. War hier nicht irgendwo, genau, Mani und Pediküre und dann wollte ich eigentlich noch Gesicht pflegen lassen. Peeling, Schlammmaske. Okay, du lässt es dir heute so richtig gut gehen, würde ich mal sagen. Und wir werden jetzt mit unserem Pferd bürsten, Hufe auskratzen und aufsitzen. Wir werden nämlich jetzt noch schauen, ob wir irgendwo ein Rennen machen können. Momentan finden keine Wettkämpfe statt. Die Serie hat 1722. Oh, nice. Nice. Sie möchte nach Ägypten reisen, okay. Wieso das denn? So, wir werden dann aber einfach mal hier hinreiten. Sobald wir auf dem Pferd dann oben sitzen. Und dann mal gucken, was wir hier so machen können. So, wir sitzen jetzt wohl hoffentlich mal endlich drauf, aufsitzen. Ja, nein, vielleicht, weiß nicht, hab Angst. So, warte mal, macht er das jetzt überhaupt oder nicht? Ah, okay, er ist immer noch dabei. Sehr interessant. Okay, dann. Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Reiten wir mal hier hin, bitte. Hierher reiten. Maya Wangerl und Josef Wangerl wurden Arm in Arm in der Stadt gesehen. Die beiden sind so süß zusammen, bemerkte ein Verwandter. Oh. Und ich habe schon wieder Dinges. Okay. Dann wollen wir ihn mal hier teilnehmen. An Reitsportvereinen, komm später wieder. Pferde züchten. Dafür muss Julius Hope weiblich sein. Ich glaube eher, dass nicht Julius weiblich sein muss, sondern eigentlich eher das Pferd weiblich sein muss. Ich meine, er hat jetzt dann eh bald ein altes Pferd, ein sehr altes Pferd. 200 Simoleons, 300, 500 Simoleons. Das sind dann schon mal 800 und 1000er. Bist du deppert? 1000 Simoleons. Ja, wenn wir das hier jetzt so machen, dann werden wir jetzt einfach mal hier so springen üben. Geht das? Genau. Wir üben jetzt einfach mal springen. Weil dann musst du dich eh noch ein bisschen verbessern. Genau, springen reiten und dann machen wir das einfach zusammen und fertig.
Dann gucken wir Julius hier ein bisschen zu, wie er hier so springreitet. Und ich glaube, wir müssen uns dann auch ziemlich bald von unserem Pferd mal verabschieden, weil ich glaube, wenn er alt ist, dann können wir gar keine Pferderennen mehr machen und sowas. Mal gucken. Aha, das hat man gerade überhaupt nicht gesehen, aber ist wurscht. Kann ich hier eigentlich auch springen üben? Springparcours absolvieren. Okay. Das funktioniert ja eigentlich nicht so schlecht, oder? So, Glückwunsch. Donner hat die Fähigkeit Springen soeben Level 8 erreicht. Oder hat für. Okay. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Wie geht's dir? 267 Simoleons. Was war das denn jetzt? Ah, okay, die Sachen, die er so verkauft. Springen üben. Wieso? Das Pferd will nicht mehr, oder was? Das Pferd hat Hunger. Das Pferd ist erschöpft. Okay. Pferd, wir lassen dich mal grasen. Oh. Springturnier. Für Fortgeschrittene. Ich hoffe, du machst das jetzt noch mit. Ja, und du hast dich verwöhnen lassen. Ja, das ist gut. Das ist sehr schön. Leon Chesterfield, Hope und Holly. So, dann wollen wir mal gucken, wie es dir dabei geht. Gemächliches Tempo. Risiko. Mal schauen, wie wir auf Risiko weiterkommen. Donner, geritten von Julius, ist. Was? Was stand da gerade? Ist zum Knautschgesicht-Turnier angemeldet. Alles Gute. Aha. Gewinn alles oder geh mit leeren Händen heim. Okay, wir machen mal alles auf einer Karte. Mal gucken, wie es uns so geht. Okay, wir springen schon hier nach oben. Das ist halt ziemlich heftig hier, gell? Genau, eine Schlammmaske machen wir noch und dann gehen wir essen. Du gehst nicht nach Hause essen, du gehst essen. Und zwar. Haben wir hier nichts zum Essen gehen? Doch, hier gleich nebenan. Sehr schön. Hier essen, allein. Ja. So, Julius ist bald auf. Also auf dem Treppchen ist er schon. Das ist sehr schön. Altomeisterschaft, fortgeschrittenes Springturnier. Oh, wir sind. Oh je, 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 je. Okay, wir sind auf dem ersten Platz. Wie geil ist das denn? Ich hoffe, wir können uns auf dem ersten Platz halten. Sei es Fisch oder Geflügel. Nona Hope ist bei der Arbeit herumschleichend. Auf den Hinterhöfen der Stadt liegt. Aha. Bla 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 bla. Alter, wir haben Platz 1. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Wir haben Platz 1. Finanzen für Beförderung. Ja, gewonnen. Sehr schön. Und was haben wir jetzt erhalten? Wie viel Kohle? Man weiß es nicht, gell? So, das Pferd ist komplett fertig. Ein Objekt kaufen. Pyrotechnisches Hindernis. Alter, was geht mit dir?
5 Springturniere für Fortgeschrittene gewinnen. Alter, sogar das Pferd hat Wünsche. Das wird sich jetzt aber nicht mehr ausgehen, gell? Springturnier. Wir machen noch eins. Falls das geht. Weil eigentlich bist du ja schon fix und fertig, Pferd. So, wir probieren es nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja noch einmal. Okay, jetzt sind wieder andere. Okay, Risiko. Du hast die Chance auf eine bessere Platzierung. Könntest aber auch zurückfallen. Okay, wir geben einfach wieder alles auf eine Karte. Nicht routbarer Sim gefunden. Oh. Hotspot des Nachtlebens, okay. So, wenn sie hier dann fertig gegessen hat. Oh. Schöne Nägel. Weiche Haut. Oh, ist das cool. Entspannt. Mm. Und hier wird unterhalten. Okay. So, du Hans, du kannst hier gerne essen. Okay, wir sind noch nicht auf dem Treppchen. Ich hoffe, wir schaffen das noch irgendwie. Oh ja, jetzt sind wir auf dem Treppchen. Sehr schön. Wir müssen noch zwei. Fortuna und Arena müssen wir noch überholen. Jetzt ist ja die große Frage. Dum, dum, dum. Okay, zweiter Platz. Sehr schön. Alexandra und gehen sich zurzeit ziemlich an die Kehle. Eieiei. Alexandra, du bist einfach nicht dafür gedacht, eine feste Beziehung zu führen. Donna ist auf dem ersten Platz. Yeah. Donna und Julius. Beziehungsweise Julius ist mit Donna auf dem ersten Platz. Na bitte. Dann haben wir unser erstes Springturnier hier für Donna schon mal geschafft. 1200 Simoleons. Sehr schön. Und das zweimal hintereinander, oder was? Wie geil ist das denn? Okay, wir reiten dann nach Hause. Minus 18, okay. Oh, ein bisschen vom Pech verfolgt. Warum das dann? Ja, aber warum denn? Okay, warte mal, du gehst auch einfach mal nach Hause. So. Pferd, wir müssen hier, genau, wir müssen nach Hause reiten. 5 Hotspots aufsuchen. Nee, 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 nee. Ganz sicher nicht. Massiert werden. Oh, das wünschst du dir nochmal. Ich muss sagen, ich hatte auch schon mal eine richtig geile Massage. Die hat so richtig gut getan. Schon einen Mann überholt, der heimfährt. Ja, es fährt. mit einem Pferd fährt. Ach Gott. Die Tage sind vergangen wie ein Flug und Nicole ist jetzt ein Kleinkind. Wo ist Nicole? Oh, sie ist da. Oh, Nicole. Hallo, Nicole. Hello. Heu fressen. Okay, warte mal, du kannst eigentlich von deinem Pferd absteigen. Okay, Pflege, Bürsten, das machst du noch? Ja. Wie geht's dem Viech? Okay, das geht eigentlich ganz gut, gell? Bianca, Hope und Tadeo Song erklären ihre Absicht zu heiraten. Was, die sind noch immer nicht verheiratet? Echt jetzt? Ernsthaft? Okay, also wir haben ein super glückliches Pferd, glaube ich. Bald. Waffeln. So, das Pferd. Wird jetzt erst was trinken. Und dann wird es Heu fressen und ein Nickerchen machen.
Und wenn du gegessen hast, gehst du auch schlafen. Ey, Junge, wir haben heute zwei Turniere gewonnen. Zwei. Und es war bei beiden eigentlich relativ knapp, muss man sagen. Aber wir haben sie gewonnen. Hier an einem Tag 2400 Simoleons machen, ist auch nicht schlecht. Vor allem mit viel Applaus hinterher von der Menge. Bianca Song heißt sie dann wahrscheinlich. Haben sie jetzt schon geheiratet oder nicht? Oder haben sie nur die Absicht? Hier, Bianca. Nö, sie haben noch die Absicht. Und sie ist immer noch schwanger, glaube ich. Pregnant. Miscarried Baby. Who is the father? Und pregnant. Pregnant Message. Mal gucken, ob sie jetzt mal ein Mädchen bekommt. The father is Tadeo Song. Okay. 54 Stunden erst. Okay, das ist noch nicht. Das dauert noch. Eddie ist Vater geworden. Monique hat ein kleines Mädchen namens Lucinda zur Welt gebracht. Oh. Oh, wie süß. Und Wellness Center. Also die Serie will es einfach nur gut gehen lassen die ganze Zeit. So, Pferd, was ist mit dir jetzt? Endlich was essen und dann unbedingt schlafen. Was machst du? Ja, ich bin ein Pferd. Und ja, ich sehe hübsch aus. Aber nein, ich komme nicht zu dir. Ich esse jetzt und dann gehe ich schlafen. Du solltest auch schlafen gehen. Mit dem Wind und die Wetter, okay? Es fühlt sich so ursprünglich an, durch die Landschaft zu rennen und den Wind auf der Haut zu spüren. Oh. Oh. So. Ihr schlaft. Fähigkeiten schreiben lernen, einen Kurs besuchen. Mach einfach mal solche Sachen, ha? So. Jetzt bin ich dann gespannt. Oh, du möchtest deine Frau küssen. Desiree möchtest du küssen. Oh, Desiree möchtest du küssen. Okay, den können wir verkaufen. Und den hier verkaufen wir auch wieder. Dum, 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 dum. Ein Gitterbettchen möchtest du kaufen. Warum das denn nur? So, wo stellen wir das denn hier hin? Ich würde sagen, das hier wird das Kinderzimmer. Ich würde sagen, das hier wird das Kinderzimmer. Wir werden hier das einmal genau so hinstellen. Das hier werden wir verkaufen. Das hier werden wir vorerst nicht verkaufen, sondern einfach nur hier reinstellen. Genau. Ah, was mache ich denn? Und dann wollte ich ja eigentlich das Kinderbettchen kaufen, gell? Energie 5. Energie 4. Okay, das. Boah, da geht es dann noch schneller. Ob ich das will? Keine Ahnung. Das passt, glaube ich, so schon. So, wir brauchen jetzt nur die Hände. So, da kommt das Bettchen hin. Dann hier kommt das hier hin. Dann muss ich hier wieder die Farbe ändern. Hm.
Das passt mir eigentlich ganz gut, würde ich sagen, wa? So, was brauchen wir dann noch? Okay, das kann auch erstmal. Ah, Hände. Hände. Dann wollen wir noch einen Schaukelstuhl haben, oder? Wollen wir das? Aha, ein Zukunftsbettchen. Nee, ich glaube, mit dem warte ich jetzt noch. Mal gucken, was es denn überhaupt wird. Aber ich werde den Schaukelstuhl mal reinholen. Und den nehmen wir hier so, oder? Ja, der passt schon so, wie er dann ist. Die Frage ist nur, wo stelle ich den hin? Den stellen wir erstmal dahin. So. Den stellen wir erstmal dahin. So, dann haben wir hier schon. Genau. Auf dem Schaukelstuhl, also Schaukelstuhl benutzen. Okay, das kannst du dann gerne tun. Du willst deine Frau irgendwie mal abknutschen, Schaukelstuhl benutzen, alles Mögliche. Schrauben. Okay. So, gut. Dann würde ich mal sagen, ich werde hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Und ja, bis dann sage ich erstmal. Ciao, ciao.